Ja gut, ich freue mich, euch endlich wieder zu einer PK der WSG Tirol begrüßen zu dürfen. Es ist die Pressekonferenz vor der 19. Runde der 2. Bundesliga. Kommender Gegner Sturm Graz. Ich freue mich heute auch, dass wir gerade soeben eine Presseaussendung auslassen haben, einen neuen Businesspartner im Boot begrüßen dürfen mit Visit Malta. Schaut so aus, als wenn uns die wunderschöne Mittelmeerinsel jetzt eine Zeit lang noch begleiten wird, glücklicherweise. Ja, und ich freue mich zu meiner Rechten zum ersten Mal wieder seit langem in einer PK den Cheftrainer Thomas Silberberger begrüßen zu dürfen und nochmal rechts von ihm zum ersten Mal bei einer PK der WSG und einen unserer vier Neuzugänge, Julius Erkelbacher. Hallo. Ich darf mit Silvi wie üblich beginnen. Silvi, Dreisatztag. Pause, glaube ich, ist genug. Wie groß ist die Vorfreude jetzt? Ich freue mich sehr, wenn der Gegner jetzt immer schwerer ist. Aber Meisterschaft in Season-Phase ist einfach ein angenehmeres Arbeiten. Du musst weniger improvisieren wie in der Vorbereitung. Und ja, es ist gut, dass der Druck steigt und es ist gut, dass es jetzt losgeht, weil ich glaube, für das haben wir tagtäglich einen Platz, dass wir uns dann in einem Meisterschaftsmodus messen können. Du hast es gerade gesagt, mit Sturmkeeper-Gegner im Sieg, der jetzt der WSG in der Vergangenheit nicht wirklich so berauschend gelegen ist. Was erwartest du da vom Spiel? Ja, morgen, das ist für uns die absolute Herausforderung. Sturmkeeper ist für mich die uneingeschränkte Nummer 2 in Österreich hinter Red Bull Salzburg. Und deshalb hat man einen Gegner, der was uns alles abverlangen wird. In der Sprechgegnerball sind sie wahrscheinlich die mit Red Bull die beste Mannschaft in Österreich, Pressing-Intensität. Und sie haben halt auch sehr, sehr viele tolle Spieler drin, die sie in einem Spiel dann mit dem Ball auch eine Struktur geben. Aber definieren dann sie in erster Linie mit der Jagd gegen den Ball, da sind sie extrem schwer zu bespielen, dass sie es gut machen. Und mit dem Ball haben sie schon fantastische Ausnahme können in ihren Reihen. Also wir brauchen einen absolut perfekten Tag, damit wir Sturm Graz in die Schranken weisen können. Mhm. Julius, du bist kurz nach dem Trainingslager auf Malta und kurz vor dem 6-1-Testspielerfolg gegen Möbel zum Team gestoßen. Bist du schon so richtig in Wattens gelandet? Ja, ich glaube, für die kurze Zeit, die ich da bin, passt es sehr, sehr gut. Die Mannschaft hat mich top aufgenommen, ist ein super Charakter in der Mannschaft. Sportlich auch sehr viel Qualität, sehr junge Mannschaft, die hungrig ist. Und ich freue mich einfach da zu sein. Ja. Alle Fragen bitte. Wie viel ist Gefühl bei der ersten Elf und wie viel ist Erfahrungswert aus der Vorbereitung? Weil, wie gesagt, ein bisschen würfeln muss ja. Wie viel geht die Intuition für die erste Elf? Kommt die Intuition hervor wieder? Du hast ja ein Schema drin, wo verschiedenste Positionen fix vergeben sind und auf verschiedenste Positionen gibt es halt auch in der Vorbereitung immer wieder einen Stecher und der andere hat einmal eine bessere Woche und der andere hat ein besseres Testspiel. Aber grundsätzlich ist es jetzt schon so, dass sie morgen die Mannschaft vor selber aufstellt. Ist jetzt eigentlich der Schulzwiss hat sich erledigt oder mit der Verletzung oder ist? Ich will jetzt nicht so viel für die Aufstellung verraten, weil ich sage schon, dass sie sich selber aufstellt im Großteil. Aber es wird also mit Sicherheit die eine oder andere Überraschung sein in der Stadt. Das heißt, die Legionärsfrage hat sich von selber beantwortet da. Die Legionärsfrage ist nicht beantwortet. Ist nicht beantwortet? Nein. Okay. Also er wäre einsatzbereit. So schaut es aus. Wie schaut es aus mit den Stürmern? Man hat ja gehört, dass da ein bisschen, also gerade im Alter unten, die ersten Spiele ja, die Stürmer nicht unbedingt getroffen haben oder auch gefehlt haben. Wie schaut es da jetzt aus? Hat man da Leute noch lukrieren können, die da in dieser Front mitspielen können? Ja, wir haben jetzt schon unsere Hausaufgaben gemacht mit dem Transfer von Britzer, da haben wir jetzt mit Florian Britzer. Es sind jetzt so drei gelernte Stürmer, da machen wir noch einen Einzelnen in der Warteschleife, das wird sich vielleicht dann für die Quali-Runde ausgehen, beziehungsweise noch einen Grunddurchgang. Dann haben wir mit Julius einen Spieler dazu gekriegt, der was auch an vorderster Front spielen kann. Der Justin Forst hat einen Riesenschritt gemacht in meinem Jahr und in der Vorbereitung, für mich der Beste in der Vorbereitung, war der Paul Blume. Der kann auch an vorderster Front bzw. zwischen den Linien spielen, also wir haben schon
die eine oder andere Möglichkeit zu reagieren, wenn der eine oder andere ausfallen sollte, was uns ja im Herbst definitiv nicht gelungen ist, weil wir auch keine Möglichkeiten gehabt haben. Julius, wie gut tut dir die Rückkehr in den Spielbetrieb, in den Liga-Alltag nach deiner, sage ich mal unter Anführungszeichen, Durchstrecke? Wie schön ist es jetzt für dich, sogar morgen bei der Meisterschaft? Ja, hast du auch länger nicht mehr genossen, oder? Ja, es ist mit Abstand das Schönste für einen Profifußballer, ja, wenn es wieder Richtung Wettbewerb geht, wo es um wirklich um Punkte geht. Mhm. Und es ist einfach ein ganz eigenes Gefühl, das kann man wirklich beschreiben. Und nach dem doch schwierigen halben Jahr für mich ist es eine coole Sache wieder. Für die nehme ich jetzt einmal an, oder? Ich meine, du bist jetzt erst kurze Zeit da hineinschmecken, verankern, oder? So der Plan, oder? Ja, wird man sehen. Das entscheidet dann der Trainer. Ja. Der sieht am besten, glaube ich, wie weit ich bin. Ja. Aber ich glaube, dass ich relativ fit bin und auch in die Trainings, glaube ich, merkt man nicht allzu großen Rückstand. Deswegen wird man dann sehen, wie die nächsten Spiele, aber Trainings auch verlaufen. Ja. War der Sturm, die Vorbereitung ja auch nicht so rund, wahrscheinlich nicht bei allen. Ist es nicht wirklich rund gelaufen, aber könnte das vielleicht noch ein bisschen ein Vorteil für euch? Weiß ich jetzt auch nicht, weil ihr selber ja ein bisschen Probleme gehabt habt. Aber wird das beeinflussen? Ich glaube, wir haben die schwierigere Vorbereitung gehabt bei Sturm Graz mit unseren Covid-Schichten, jetzt mit unserer Platzsituation. Wir wissen ja vor einem Tag auf anderen nicht, wie wir trainieren wollen und sollen. Und wir haben einen Kunstrasen, der was extrem rutschig ist, weil sie vergessen haben, ein Granulat reinzugeben. Und ja, wir improvisieren, wir fahren nach Meran nächste Woche. Überlegen wir, ob wir nicht zwei Tage früher nach Ried anreisen. Übernächste Woche habe ich jetzt schon wieder Kopf, weil wir wieder nach Meran fahren. Ja, Fakt ist, ich glaube, wir haben mit Sicherheit, da lege ich mir jetzt fest, wir haben mit Sicherheit die schwierigste Vorbereitung vor allen 12 Bundesligisten. Wir haben keine geheizte Rasenfläche, wir haben keine Bedingungen, wir haben eine geschlossene Schneedecke, wir haben einen Kunstrasen, der was kaum zu verwenden ist. Ja, schlimmer geht es eigentlich nicht mehr, jetzt rede ich von der Covid-Situation gar nicht. Aber wir wollen da nicht jammern, wir wollen morgen vernünftig Fußball spielen, morgen um 17 Uhr, dass das kein Mensch nochmal eine schwierige Vorbereitung gehabt hat, wo man da nicht die Zuschauer schauen zu und sagen, die sind scheiße drauf oder die sind super drauf. Aber die interessiert das nicht, ob wir Bedingungen haben oder nicht. Was stimmt denn zuversichtlich für morgen? Man abgesehen von dem, dass endlich einmal, muss man sagen, die Breite auch ein bisschen passt im Kader. Das war einfach nicht der Fall im Herbst, muss man sagen. Ne? Was mich zuversichtlich stimmt, ja, dass wir eine gute, schlagkräftige Bundesliga-Mannschaft sind. Und gegen Sturm Graz brauchst du einen Top-Tag. Und wenn wir den haben, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Wenn wir ihn nicht haben, ja, noch aus der gegen die Nummer 2 in Österreich wenig realistische Chancen, was auszuholen, weil dahinter reinstellen, das können wir uns definitiv nicht. Für das haben wir auch die Spieler nicht. Wir versuchen da schon Sturm Graz irgendwo auf Augenhöhe zu beginnen, aber immer wissen, dass sie qualitativ höher zu stellen sind. Aber wir waren letztes Jahr in einer ähnlichen Situation, da waren wir mit dem Rücken zur Wand und gegen Sturm Graz gewinnen müssen und waren bis zur 95. Minute 1-0 in Führung, bis dann der Kelvin Jeboa einen Ausgleich geschossen hat, wenn ihr euch erinnern könnt. Das war auch in dem Grunddurchgang. Das wäre jetzt der Unterschied, der ist immer da, also gewinnen wir morgen 1-0. Genau, so ist es. Es sind aber einige Spieler nicht mehr da, was das da verschuldet hat. Dann sage ich danke vielmals fürs Kommen. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende und uns morgen 3 Punkte.